Chemtrails, die dritte Wahrheit. Es gab ja dieses tolle Bild hier von der NASA, das dann in allen möglichen Online-Zeitschriften plötzlich zu finden war. So, ich möchte jetzt mal was zur Kommunikation der Planeten untereinander sagen. Stellen wir uns mal vor, das hier ist kein Doppelsternsystem, sondern das ist die Erde und das ist die Venus. Hier geht es einerseits um das Verdichten von Materie, andererseits vom Austausch der Materie unter den Planeten, Sternen und so weiter, ja. Wo fange ich da an? Die Atmosphäre eines Planeten ist voller Elektrizität, ja, damit dieser Planet die Atmosphäre halten kann. Und ebenso ist es mit dem gesamten Universum, was dann andere Plasmaversum nennen, was nichts anderes ist als das Ätheruniversum. Kann man sich jetzt natürlich über die Begrifflichkeiten streiten, ist aber Wortglauberei. So, wenn nun bekannt ist, dass unter den Planeten eine Kommunikation stattfindet, so wie ich das in dem Video oder in vielen meiner Videos zum Thema Strange Sounds zeige, da gibt es dann auch so etwas wie ein Protonenpfeifen, ein Erdprotonenpfeifen. Ja, da könnt ihr mal hier reinhören in den Video. Oder von Ellen Probe und hier auch wieder Strange Sounds. Da hört ihr dann die Geräusche, die von den verschiedenen Planeten, sowohl von Mars, Venus, Erde, hast du nicht gesehen, aufgezeichnet sind. Das ist ja auch eine Art Kommunikation. Aber das geht sogar noch weiter. Die Planeten sind also auch in der Lage, untereinander Materie auszutauschen. Das geht los bei größeren Gesteinsbrocken und hört auf bei Elektrizität. Diese Elektrizität, wie gesagt, durchs Plasma-Universum ist ja alles miteinander verbunden, durchs Äther-Universum. Diese Elektrizität überträgt sich ja auch zum Beispiel in Sonnenstürmen, nehmen wir das sehr deutlich wahr, wenn wir dann diese Bilder haben. Moment, gehen wir mal auf Ding. Sonnenstürme. So. Und da haben wir ja immer wieder dieses schöne Bild hier, ne, von der NASA, wo wir dann sehen, wie der Sonnenwind bei der Erde ankommt und dadurch sich das Erdmagnetfeld verbiegt. So, bestimmte elektrische Ströme schaffen die Voraussetzung, dass die Atmosphäre eines Planeten abgezogen werden kann, wie es hier beim Doppelsternsystem zu sehen ist. Die fliegen so nah umeinander in solch einer Geschwindigkeit, dass der eine vom anderen Materie abzieht und umgekehrt. Ja? Das heißt also, Planeten, Sterne, Zwerge, scheißegal was da draußen im Weltraum ist, in der Lage, Materie auszutauschen. Was bedeutet das für die Erde? Wenn nun plötzlich zum Beispiel vom Mars die Atmosphäre auf die Erde überspringen würde, dann hätten wir von heute auf morgen einen leeren, sozusagen, in Anführungsstrichen, leeren Mars. Und auf der Erde wäre die Atmosphäre verdichtet. Oder zum Beispiel auf der Venus. Auf der Venus haben wir das ja auch vorliegen, dass dort die Atmosphäre verdichtet ist und sich kein Mensch vorstellen kann, warum das so ist. Das habe ich auch schon in anderen Videos gesagt. Das gleiche wäre zum Beispiel mit schwarzen Löchern, wenn die Materie abziehen. Ein Spin von Null ist das sogenannte Nadelöhr. Ja, ein schwarzes Loch hat in der Singularität einen Spin von Null. Was bedeutet das, wenn ich außenrum aber einen Spin habe, der Materie in der Form anzieht, dass das schwarze Loch schon förmlich die Materie absaugt, von einem Stern zum Beispiel. Und dann quetscht dieses schwarze Loch diese Materie durch einen Spin, durch ein Nadelöhr mit einem Spin von Null hindurch. Was bedeutet das? Das heißt, die Materie wird in ihre Grundstruktur zurückversetzt durch das schwarze Loch. Aber das jetzt nur mal am Rande, um was es mir hier geht.
Wenn also Atmosphären von einem Planet zu einem anderen Planet überspringen können, dann gibt es nochmal einen breiter gefächerten Hintergrund für Chemtrails, weil Chemtrails die Elektrizität in unserer Atmosphäre verändern und wie wir wissen, ist nur Elektrizität in der Lage, von einem Planeten zum anderen Materieteilchen zu übertragen. Also was bedeutet das, wenn jetzt ein Sprung von der Erdatmosphäre stattfinden würde zu einem anderen Planeten? Und wir haben aber Chemtrails, oder stattfinden sollte. Und wir haben aber Chemtrails, die die Elektrizität in der Art ändern, dass die Erde vom Plasmaversum abgetrennt ist. Es ist die eine Seite zu sagen, Chemtrails werden verwendet, um der Erderwärmung entgegenzuwirken. Nein, den gleichen Effekt hast du ja auch, wenn Vulkanausbrüche da sind. Also wenn Vulkane ausbrechen, kommt exakt die gleiche Materie heraus, wie von den Chemtrails in den Himmel eingebracht werden. Ja, haben wir unseren Schwefel, unsere metallischen Kleinstpartikel, das ist ja alles in dieser Vulkanasche drin. Deshalb ist es ja auch so fürchterlich schlimm, die Vulkanasche einzuatmen. Deshalb sind die auch in Island mit den Gesichtsmasken rumgelaufen. Eben weil sich die Vulkanasche in der Lunge absetzt. Gleichzeitig erreicht die Vulkanasche sehr hohe atmosphärische Bereiche, Schichten und schleudert auf die Art und Weise das Sonnenlicht zurück. Und genau das Gleiche machen ja die Chemtrails. Und wenn nun vordergründig behauptet wird, dass die Chemtrails dazu da sind, die Erde an sich runterzukühlen, um der Erderwärmung entgegenzuwirken, dann ist es nur die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, dass damit die komplette elektronische Verbindung der Erde zum Sonnensystem, zum ganzen Weltraum getrennt wird. Das kann man mathematisch und physikalisch beweisen. Leider habe ich nicht das Labor dazu.